Wir rechnen mal zusammen. Die Box alleine schon 35 Euro. So, jetzt kommen die vier Farben. Jede, das Mokka-Beige. Mokka-Beige 44,77. Ja. Jede Farbe kostet bei mir 44,77. Die sind also zusammengerechnet schon mal... ach Gott. Da muss man jetzt mal 200 wissen. Euro. 200 Euro waren wir. 200 Euro. Ich hau's raus für 19,72 Euro, Barbara. Nein, nur heute. 19 Euro, das kriegt ihr so nicht wieder. Ich höre... Es ist Donnerswoch, der 13. September 2012. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Ich bin Jessica Parker und ich muss mal ganz dringend zum Friseur. Top Salon. Hallo, mein Schatz. Hallo, Barbara. Möchtest du was trinken? Gerne eine... Eine Wasserscholle wahrscheinlich, Wasserscholle, ja? Wenn du hast, ja. Defibrillationswasserscholle aus L.A. Nur für meine besten Kundinnen. Defibrillation... Ja, ja, ja. Das hört sich erstmal gefährlich an, ja? Aber so nach einem ganzen Wochenende auflegen, du als alte Disco-Queen, ja, dann muss das Herz erstmal wieder auf so einen gemütlichen Takt runtergetaktet werden. Und da braucht das nun mal so ein bisschen, ja, Hilfestellung. Ich weiß, Barbara, also gerade da bin ich schon immer ein bisschen aus dem Takt. So nach 3 Tagen Bergheim, da, ja, schlägt die Pumpe im 39-Siebtel-Tag, oh, ne? Soll ich dir mal eine machen? Ja. Dafür habe ich mir extra einen Starkstromanschluss legen lassen, oh, hier in den Salon. Ja, ja. Ach, ein Starkstromanschluss? So gut für meine Kundinnen, oh, oder? Das gefällt mir, Barbara. Ich bin gleich wieder da. Heidapido. So, pass auf. Ich habe meinen gängigen Dreivierteltag eingestellt. Dann Weizzeit ist ich nachher so einfach ins Bett. Und ich trinke einfach mal eine mit, dann sind wir gleich getaktet, würde ich sagen, ja? Ja. Das hier, hast du schon? Hältst du dir einfach an die Schläfe? Dann würde ich sagen, Prost, ja? Och, nü, Barbara. Jessica, jetzt glaub ich, hab die Tesla-Spule im Freaky Friday-Modus gelassen. Oh, das dauert jetzt, bis ich die wieder hochgefahren habe. Oh, du hast verdammt schlechte Augen. So schneidest du mir die Haare. Das ist ja eine Zumutung. Die Brille liegt da hinten irgendwo in der Schublade. Ne? Oh, immer tolle, volle Lippen und meine Figur. Ich weiß, ich weiß. Sag mal, Jessica, seit wann trägst du denn so einen Schlankstützbody? Finger weg, Finger weg. Atmest du denn da drin? Ach, und fehlen uns die unteren Rippen? Fehlen uns die unteren Rippen? Gut überführt. Ach, ich verdammt, ich hab heute ein verdammt wichtiges Charity-Event. Da kann ich dich, alte Legasthenikerin, ja wohl nicht auf die Bühne lassen. Entschuldige mal bitte. Ich mach dir jetzt erstmal die Haare und dann gucken wir mal weiter. Aber wenn du jetzt gerade mir die Haare machst, dann könnte ich doch mal in eins von deinen Fummeln reinschlüpfen. Nein. Doch, das mit der Paillette. Nein. Was ist mit dem kleinen Schwarzen? Nein. Das eine mit den Schulterpolstern? Nein. Der kleine Mini-Rock? Nein. Hast du was gefunden? Du, im Handbuch stand eigentlich, das ist alles Plug and Play, alles Drag and Drop. Ich finde da jetzt nichts. Ach. Du, beim nächsten Gewitter ist alles wieder beim Alten. Toi, toi, toi. Ich leite jetzt sehr gerne über zum Promiflash. Ich habe die Defibrillationswasserschorle bereits vor einigen Jahrzehnten in Südamerika ausprobiert und ich lüfte jetzt einfach mal mein Geheimnis. Ich bin eigentlich Adolf Hitler im Körper von Sylvie van der Vaart. Das ist ja wohl richtig patent, oder? Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da.
natürlich. Ja. Du sollst auch nicht. So. Willkommen zurück bei Barbaras kleiner Beauty-Box. Und heute wird das Geheimnis von Jurassica Parkers Schönheit hier gelüftet. Jurassica, was hast du uns heute mitgebracht? Liebe Barbara, ich habe heute nur die allersecretsten Beauty-Geheimnisse der Parker Pharmaceutics in dieser kleinen hochwertigen. Das ist ja schon eine wunderschöne Geschenkbox, nicht wahr? Ich denke ja mittlerweile immer schon wieder an Weihnachten. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Doch, ist ja. Und das kann die Kamera das einfangen? Ja. Also, wer kennt nicht ein hässliches Gesicht? Haben wir alle. Und dann haben wir noch das absolute Geheimrezept, Barbara. Das ist ja dieses Mokka-Beige-Braun. Das ist das Mokka-Beige-Braun, richtig. Das gibt's gar nicht, das gibt's nur in dem Set. Das wurde ganz oft nachgefragt, meine liebe Jurassica, da sage ich dir nicht zu viel. Ja. Das hatten wir ja auch mal letzte Saison alleine, aber gibt's diesmal nur in dem Set. Und das hat schon alleine einen Wert von 44,79 €. Nun sag mal. Ich hau die Scheiße raus. Genau, nun rechnen wir mal zusammen. Jetzt rechnen wir mal zusammen. Box 35 Euro. Barbara, Schönheit ist für mich eine wunderbare innere Lebenseinstellung gepaart mit der besten Kosmetik. Schön, dass du es ansprichst. Ja. Die beste Kosmetik, worauf können wir uns jetzt bei dir freuen? Wir freuen uns jetzt auf ein ganz, ganz, ganz besonderes, ganz besonderes Produkt aus meiner Stammzellenforschungsklinik. Aha. Und zwar ein reichhaltiges Serum. Und das habe ich nämlich letztes Jahr. Warte mal, Barbara, bevor du es genießt. Das ist nämlich extrahiert aus echten Kindergesichtern. Das boostert die Jugend förmlich rein. Das richtig auf. Pumpt alles auf. Und jetzt schau mal, Barbara. Das ist so reichhaltig. Darf ich? Augen besser geschlossen halten. Augen geschlossen halten. Am besten auch für die nächsten 24 Stunden geschlossen halten. So. Das muss man natürlich jetzt auch in die Konturen einarbeiten. Das ist ganz, ich merke das aber schon, wie das quasi so die Falten aus dem Gesicht zieht. Ja, merkst du schon. Das nimmst du immer als Basis quasi, das bevor du das Make-up aufträgst. Eigentlich nehme ich das für alles, Barbara. Ich trinke sogar. Das muss man jetzt natürlich ein bisschen einarbeiten. Nee, soll ja natürlich sein. Das soll ja natürlich aussehen. So, Barbara, schau doch mal. Da kommt ein Gesicht zur Geltung. Mein Gott, das sind ja gleich 30 Jahre jünger. Natürlich, manche würden sagen, man sieht aus wie ein angemalter Clown. Stimmt natürlich nicht. Man sieht aus wie ein schöner angemalter Clown. Ich bin doch den Lippenstift. Warte mal, nee, ich muss natürlich auf die Highlights setzen. Auf geht's zum großen Weltraumfinale am russischen Ehrenmal. Eine weitere Folge Stark Berlin. So, hinter mir sieht er jetzt gerade die Startrampen für unsere Raumschiffe. Ist gerade keins angedockt, die sind nämlich alle gerade im Weltall. Und jetzt kommt da mal mit, jetzt kommen wir zu den Landerampen. Und da gehen wir jetzt nämlich gleich mal zum Kommunikationscenter. Und dann werde ich mal meine Schwester, die Jurassica, ankommunikaten. Weil die wollte nämlich heute hier sowieso landen, glaube ich. Putin, jetzt mach Platz. Kommt mal mit. Ja, wählt schon, macht. Jurassica? Ja, ich bin's, Jurassica. Was? Ja. Ja. Ach. Na sag mal, die 10 Minuten hab ich noch. Landest du gleich, ja? Ah, da freue ich mich. Na, natürlich ein Sektchen, ist ja klar. Du, na dann, ich warte hier am Bahnhof, ja? Bis gleich, tschüss. Und das war's auch schon wieder von mir. Wir sehen uns nächsten Donnerstag bereits wieder. Und bis dahin gehe ich noch schön ins Rauschgold, Andresen und rauche 8 bis 12 Zigarettchen.